Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Das wird ein toller Monat zum Flirten, besonders für Schütze-Damen, die sich über viele neue Verehrer freuen dürfen. Mit Lilith im eigenen Zeichen wirken sie besonders geheimnisvoll und verführerisch. Nur Schützen der dritten Dekade, die werden noch ein bisschen von Saturn gebremst. Übrigens, es gibt auch diesmal wieder etwas zu gewinnen hier bei mir. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Konstellationen. Da wären wir als erstes mal bei der Lilith. Die steht nämlich im Zeichen Schütze. Das ist ganz wichtig und interessant für euch, besonders wenn ihr eine Frau seid. Denn Lilith ist ja die Göttin der wilden Frauen und bringt einen wieder in Kontakt mit der eigenen inneren wilden Seite, der instinkthaften Seite. Auch so, wo man sich nicht so rational benimmt, sondern wo man vielleicht eher so seinen weiblichen Gefühlen folgt. Das hat aber oft zur Folge, dass man dadurch besonders attraktiv und verführerisch und auch provokativ auf andere wirkt. Ja, das heißt, wahrscheinlich wird es euren Flirtfaktor erhöhen, besonders dann, wenn ihr im Einklang mit der inneren Göttin seid und einfach auch wisst, dass Frausein eben auch bedeutet, nicht immer logisch zu sein und es auch nicht immer nötig ist, sich mit allen gut zu stellen. Lilith im Schützen ist eine sehr energische Konstellation, die sehr stark für Gerechtigkeit kämpft. Es kann also auch sein, dass ihr euch angespornt fühlt, Leuten Wahrheiten an den Kopf zu werfen oder eben auch wirklich einzugreifen, wenn ihr irgendwo seht, dass eine Ungerechtigkeit passiert. Schützen sind ja sowieso da sehr engagiert, ne, was Gerechtigkeit angeht. Das wird sich wahrscheinlich nochmal verstärken jetzt mit der Lilith. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation. Schmerzlich ist sie nur dann, wenn man merkt, dass man so weibliche Teile in sich irgendwie unterdrückt hat oder sie nicht gelebt hat. Ne? Damit kann die Lilith einen auch konfrontieren. Aber ansonsten würde ich sagen, dass es für Schützefrauen eher spannend ist. Für Schützemänner kann es bedeuten, dass sie jetzt auch eine Frau kennenlernen oder verstärkt darüber nachdenken, welche Art von Frau sie sich wünschen oder was für sie so eine Art Göttin ist. Ja? Das ist also dann auch sehr spannend. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 9. Dezember Geburtstag haben. Dann haben wir einen schönen Aspekt zu Jupiter, der ja euer Herrscherplanet ist, immer noch wunderbar für euch steht hier in der Waage und von daher einen schönen Aspekt auf die Schützesonne wirft. Aus dem Haus der Freundschaft und Unterstützung. Und Jupiter war länger rückläufig, der wird aber im Juni jetzt auch wieder direktläufig. Das heißt, wenn es vielleicht irgendwo gehakt hat, auch mit der Unterstützung oder Förderer und Gönner sich zurückgezogen hatten, dann kommt die Sache jetzt wieder in Gang. Das werdet ihr vielleicht auch merken, dass also da frischer Wind reinkommt in eure Projekte und dass ihr doch den Rückenwind bekommt, den ihr braucht. Ist auf jeden Fall super schön. Und das merken in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 3. und 7. Dezember Geburtstag haben. Dann haben wir weiterhin das leidige Quadrat zu Neptun. Der steht hier für euch im 4. Haus und bildet eben eine Spannung auf die Schütze Sonne. Tja, das ist nicht so ein ganz einfacher Aspekt. Da hatten wir ja schon letztes Jahr unsere liebe Not damit. Da geht es dann darum, dass man sich vielleicht täuscht und in Bezug auf Liebesbeziehungen kann es auch bedeuten, dass ihr euch in jemanden verliebt, der vielleicht schon gebunden ist oder wo sich herausstellt, der hat eine ganz andere Agenda, der will was anderes und es wird am Anfang nicht offen drüber geredet. Also die Schützen, die das spüren, ne, dass so geheime Sachen im Hintergrund nebenbei laufen, die müssen sich entweder um eine sehr offene Kommunikation bemühen, das ist ja in diesem Monat auch sowieso sehr wichtig. Oder eben damit leben, dass sie ein Geheimnis haben. Aber es geht halt immer darum, wenn man jetzt in einer Liebesbeziehung mit jemandem zu tun hat, dann muss derjenige ja anständige Entscheidungen treffen können. Und die kann er nur entscheiden, wenn er alle wichtigen Informationen vorliegen hat. Und wenn ihr dann was bei euch habt, was ihr vielleicht zurückhaltet, solltet ihr so fair sein, da ehrlich zu sein. Das wäre wichtig. Dann kann es auch bedeuten, hier aus dem 4. Haus raus, einfach, dass es Probleme mit einem Familienmitglied gibt, vielleicht, dass vielleicht jemand Hilfe braucht, hilflos ist. Ne? Neptun sind auch so die Hilflosen oder auch Chaoten. Es kann auch sein, dass jemand bei euch zu Hause für Chaos sorgt oder überhaupt, dass das Thema Chaos zu Hause
für Konflikte sorgt. Das ist auch noch denkbar. Also wie gesagt, es ist nicht so ein ganz einfacher Aspekt, aber viele Schützegeborenen, auch gerade die Kreativen, die spüren eben auch einen starken Zuwachs an Kreativität, dadurch an Fantasie, ne? Das kann das Schöne sein und für manchen ist dann auch die Ausflucht, sich einfach mal ein paar Tagträume zu gönnen. Und diesen Aspekt spüren im Juni besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 4. und 8. Dezember Geburtstag haben. Dann natürlich noch Saturn im ersten Haus, also Saturn in eurem eigenen Zeichen. In der dritten Dekade steht er jetzt und ihr habt euch ja wahrscheinlich schon dran gewöhnt. Es geht einfach darum, dass die Schützen ein bisschen seriöser werden sollen, dass sie Prüfungssituationen sich gegenüberstehen, in denen es darum geht, zu beweisen, also auch sich selbst zu beweisen, dass sie das ernst meinen, was sie tun. Das sind oft Sachen, die sind zwar sehr anstrengend, aber auch, die bringen euch dann letztlich auch wirklich weiter, denn Saturn fragt einfach nur, ob ihr das eben ernst meint in eurem Leben. Und viele Schützegeborene sind ja sehr verspielt und sind ja so die Optimisten oder auch manchmal so das Hans-Guck-in-die-Luft-Zeichen des Tierkreises und Saturn sorgt dann eben dafür, dass ihr ein bisschen festeren Boden unter den Füßen kriegt, dass ihr euch ein bisschen mehr erdet, dass ihr da solider werdet, vielleicht eben auch eine feste Beziehung eingeht und dann eben auch merkt, dass es auch nicht so einfach ist, immer alles, ne? Ihr müsst auch Verantwortung übernehmen und seid sehr gefragt und viele wollen immer was von euch. Das gehört auch zu dieser Saturn-Phase dazu. Aber was ihr jetzt auf die Beine stellt und wo ihr jetzt beweist, dass ihr es ernst meint, das hat dann eben auch langfristig gute Konsequenzen. Da erreicht ihr dann auch was. Und diesen Aspekt spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 13. und 19. Dezember Geburtstag haben, also in der letzten Dekade eben. Und ganz zum Schluss im Schützen steht jetzt auch der Uranus. Der steht für euch im 5. Haus, der steht da eigentlich sehr gut, denn das ist ja so der Planet der Veränderung, der tollen Ideen, steht optimal für kreative Schützen, also diejenigen, die wirklich im kreativen Beruf tätig sind, die haben ja schon seit längerer Zeit eine sehr gute Phase mit sehr guten Ideen und das ist jetzt auch gerade im Juni sehr schön ausgelöst, in den ersten Tagen auch. Also wenn ihr kreativ seid, dann solltet ihr vielleicht über Pfingsten nicht unbedingt was mit der Familie unternehmen, sondern die Zeit nutzen, um euch irgendwo einzuschließen und eurer Kreativität nachzugehen, denn da habt ihr jetzt Anfang des Monats ein paar super schöne Aspekte für, eben auch mit der Venus, die dabei steht. Und die Kunst in Fluss bringt. Venus ist ja auch der Planet der Kunst. Natürlich ist es auch für viele Schützen ein lustiges sexuelles Experimentieren mit dem Uranus da im 5. Haus, ja auch das Haus der Sexualität, auch sehr schön. Und auch neue Leute kennenzulernen, steht auch unter guten Sternen. Also da ist der Uranus sehr angenehm für euch. Und diesen Aspekt direkt auf der Sonne haben jetzt die Geburtstagskinder, die vom 17. bis 21. Dezember Geburtstag haben. Ja, meine Lieben, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Schauen wir uns als erstes den Neumond an, der den Mond so ein bisschen das Feeling des Monats vorgibt. Der ist am 25. Mai abends um 21:44 Uhr und ganz wichtig, spielt sich für euch im Partnerhaus ab. Das heißt also, die nächsten 4 Wochen nach dem, also in diesem Mondzyklus, da steht das Thema Partnerschaft ganz im Vordergrund. Neue Impulse in der Partnerschaft durch Begegnungen, ne? Sei es, dass ihr jemand Neues kennenlernt oder dass ihr in eurer eigenen Partnerschaft neue Impulse setzt und im Austausch auch. Das ist da jetzt alles sehr, sehr wichtig. Und ich habe ja in der kosmischen Schwingung darüber gesprochen, dass es da auch eine Zurückweisung geben kann, weil wir gleichzeitig ein Quadrat von Venus-Pluto haben. Und das ist für euch eventuell auch interessant. Denn die Venus steht für euch im 5. Haus, auch der Affären vielleicht. Also wer jetzt vielleicht eine Affäre angefangen hat, muss eventuell eine Zurückweisung hinnehmen oder vor allen Dingen eben auch, wenn es eine heimliche Affäre ist oder mit Dritten oder so, ne, sowas kann da passieren. Es kann auch ums Geld gehen übrigens. Es kann eine Liebeszurückweisung sein, die mit Geld zu tun hat, weil Pluto bei euch im Geldhaus steht. Auch möglich. Wie gesagt, es kann ein Happy End geben, weil die Venus zum Schluss des Monats dann noch einen positiven Aspekt zu Pluto bilden wird. Und vielleicht spüren das in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 25. und 28.11. Geburtstag haben, denn die spüren also den Grad des Neumonds. Ne? Müsst ihr mal schauen, wie das dann so sich für euch auswirkt. Gut, dann gehen wir jetzt Anfang Juni. Wo stehen die anderen Planeten alle? Die Sonne steht natürlich im Juni erstmal in den Zwillingen. Dann habt ihr, wie schon gesagt, die Venus im superschönen Aspekt stehen.
Zu eurer Schützesonne. Der Merkur steht im Zeichen Stier und sorgt vielleicht auch dafür, dass ihr Lust habt, gesund und gut zu essen oder auch darüber zu kommunizieren, vielleicht auch. Also Gesundheitsthemen sind durchaus angesprochen damit. Oder auch im Beruf ist die Kommunikation jetzt besonders wichtig. Und dann haben wir den Mars ja eben, wie gesagt, im Partnerhaus, knackige Verehrer für Schützefrauen. Kann auch Kabbeleien mit dem Partner oder mit euren Flirts mit sich bringen. Aber bei Zwillinge ist das nicht so tragisch. Da ist das mehr so eine leichtere Energie und kann vielleicht so über so ein bisschen Wortwitz und Scherze auch ausgetragen werden und kann natürlich letztlich auch den Flirt so ein bisschen würziger machen. So, am Wochenende, 3. und 4., also Pfingsten, habt ihr schon eine wirklich schöne Top-Konstellation. Da steht nämlich der Mond hier auch in der Waage und aktiviert jetzt die ganzen Planeten, die günstig zu der Schützesonne stehen. Ist top für Freundschaften und auch für die Partnerschaft. Nur solltet ihr da nicht gerade übers Geld streiten, weil der Mond wird dann auch einen Aspekt hier zu Pluto bilden, der ja im Geldhaus steht. Also das Thema würde ich auslassen. Oder eben, wenn ihr kreativ seid, dann solltet ihr euch eurer kreativen Beschäftigung widmen. Auch das ist super, super, super toll. Der Mondknoten, der ist ja jetzt im Löwen, steht für euch auch in einem sehr guten Aspekt. Und an diesem Wochenende, am Pfingstsonntag, haben wir da eben auch eine ganz tolle Konstellation mit Venus, also jemand, den ihr vielleicht neu kennengelernt habt, das kann sich als ganz große Liebe entpuppen. Oder ihr macht einen kreativen großen Wurf. Also ist eine super Konstellation. Also das Wochenende würde ich nicht so verplätschern lassen. Da würde ich mir an eurer Stelle wirklich was Besonderes vornehmen, sei es in der Liebe oder eben für eure Kreativität. Genau. Ja, am 4. geht dann der Mars in den Krebs und damit für euch ins 8. Haus der festen Beziehungen. Da kann es dann sein, dass es vielleicht auch ein Konfliktpotenzial in feste Beziehungen bringt. Ne? Da gibt es so manches, worüber man sich da so auseinandersetzen muss. Und am 6. Juni geht ja dann die Venus ins Zeichen Stier und damit auch in euer 6. Haus. Das bedeutet, Beziehungen am Arbeitsplatz bekommen dadurch halt besondere kosmische Energie. Vielleicht auch ein Flirt im Büro am Arbeitsplatz oder eben auch die Lust, sein Arbeitsumfeld ein bisschen zu verschönern, geht auch damit einher. Oder eben auch sich was Gutes für die Gesundheit zu tun. Venus kann einfach auch sein, zum Beispiel Massage, so Venus im Stier, das sind so sinnliche Anwendungen. Und wenn das dann im 6. Haus ist, könnte man Sinnlichkeit, Gesundheit gut miteinander verbinden durch sowas wie Massagen oder eine bestimmte Bewegung, die halt auch so eine sinnliche Komponente haben, dem Körper gut tun. Kann natürlich auch einfach wieder guter Sex sein, aber mit Betonung auf Gesundheit dann im 6. Haus. Genau. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wo die Venus jetzt bei euch im persönlichen Horoskop steht, müsstet ihr mich dann nochmal konsultieren. 7. Juni, da geht der Merkur in die Zwillinge und damit auch in euer Partnerhaus. Das heißt, es wird jetzt viel gelabert und sich ausgetauscht. Die Schützen sind ja sowieso Weltmeister im Labern, sind ja auch oft sehr inspirierend und lustig. Und jetzt habt ihr also wirklich auch sehr lustige und witzige Begegnungen und viel Spaß im Austausch, denke ich mir mal, mit der Konstellation. Das wird euch gefallen, wenn der Merkur da durchläuft. Und hat jetzt gerade ein sehr hohes Tempo. Der ist da nur bis zum 20. geht dann am 21. ja in den Krebs. Also genießt es, solange er da drin steht bei euch im Partnerhaus. Ja, am Freitag, den 9., ist dann der Vollmond. Der findet bei euch auch auf der Partnerachse statt. Also der Mond bei euch im 1. Haus, die Sonne bei euch im Partnerhaus, sehr wichtiger Vollmond für euch und kann eben auch ein Schlaglicht auf eure Partnerschaft, eure Begegnungen werfen. Und da kann auch sehr heiße Flirts mit sich bringen, weil ja die Sonne hier auch die Lilith auslöst. Und das können dann auch Flirts sein, die eventuell im Konflikt mit eurer Verantwortung, hier Saturn im 1. Haus, ne, Verantwortung, stehen können. Ja, also das kann so manchen Schützen in eine verwickelte Situation hinein befördern. Das ist nicht so ganz einfach und da müsst ihr irgendwo halt gucken, dass ihr trotz allem auch ein bisschen geerdet bleibt dabei. Genau. Und am 9. Juni wird dann auch der Jupiter hier wieder direktläufig, was halt auch gut für euch ist und wichtig für euch ist, falls irgendwelche Pläne
oder eben auch die Unterstützung von wichtigen Leuten so ein bisschen zum Erliegen gekommen sein sollten, wird das jetzt alles langsam wieder in Gang kommen für euch. Und zwar auch dann längerfristig für die nächsten Monate. Genau, dann habe ich einen Top-Tag für euch am 11. Denn da bildet der Jupiter einen schönen Aspekt zur Lilith. Das ist ein guter Tag, um diese Lilith-Kräfte, über die ich am Anfang gesprochen habe, zu integrieren. Eventuell ist es auch eine Sache, wo ihr eine freundschaftliche Begegnung habt, die euch hilft, die Lilith-Kräfte vielleicht in euch selber gut zu verstehen. Also Schütze Frauen, dass sie sich vielleicht dann auch mit einer Freundin zusammentun und irgendeine Frauengeschichte zusammen machen. Das könnte auch sehr schön sein. Also das halte ich für einen guten Aspekt für euch. Das denke ich ist ein Top-Tag, ist auch ein Sonntag. Ich denke, dass das eine gute Gelegenheit auch ist, um mit sich ins Reine zu kommen. Ne? Weil Lilith ja, wie gesagt, nicht so ganz einfach ist, aber wenn der Jupiter so günstig dazu steht, dann gelingt es einem auch oft, dass weibliche und männliche Kräfte in Einklang kommen, was natürlich dann auch wieder heiße Begegnungen begünstigt. Genau. So, dann habt ihr noch einen Top-Tag am 13. Genau, da geht der Mond in den Wassermann auch sehr schön für euch und bildet lauter gute Aspekte zu allen anderen Planeten, die auch gut zur Schützesonne stehen und aktiviert damit eben alles, was im Moment gut für euch ist. Ja? Sei es hier der Jupiter, der gut für euch steht. Und der Mond im dritten Haus, das Ganze ist auch sehr, sehr gut für jede Art von Aussprache. Ne? Wenn also irgendwas gewesen sein sollte oder hier mit dem Neptun da wieder irgendwas nicht klar war, dann könnte man das dann mal zur Sprache bringen am 13. Am 21. ist ja dann die Sommersonnenwende. Da geht die Sonne dann ins Zeichen Krebs und damit auch in euer 8. Haus. Und da deutet sich schon an, was dann kurze Zeit später passiert, nämlich am Neumond, am 24., dass dann wirklich neue Impulse in euren festen und bestehenden Partnerschaften angesagt sind. Ja, also denkt dann zu dem neuen Mond mal darüber nach, wie ihr eure feste Partnerschaft gestalten wollt. Das 8. Haus ist ja auch das Haus, in dem man eventuell Schulden begleicht. Das wäre vielleicht sonst auch nochmal ein Thema, kann auch ums Geld gehen. Und es ist ein Haus, in dem es auch um ganz tiefe Intimität geht. Also der Neumond würde es auch begünstigen in vertrauten und festen Partnerschaften, dass man sozusagen, was die Sexualität geht, nochmal eine Grenze überschreiten kann und sich noch näher kommen kann, wenn man sich eben liebt und sich vertraut. Genau. Und dann haben wir nochmal eine schöne Zeit. Auch ein Top-Tag für euch ist, wenn der Mond am 27., am Dienstag, den 27. Juni im Löwen ist und sich dann auch noch mal hier verbindet mit dem Mondknoten, falls ihr einen Seelenpartner kennenlernen wollt, mit dem Uranus, der gerne hier für Überraschung sorgt, also auch wieder toll für kreative Schützen, steht auch dann gut zu Saturn, das heißt, kann auch was Festes draus werden. Und insofern ist das auch noch mal eine schöne Energie für euch zum Schluss des Monats. Und damit sind wir dann jetzt auch durch, was den Juni anbetrifft. Genau, am allerletzten Tag. Am 30. habt ihr dann den Mond nochmal hier in der Waage, auch top für euch. Könnt ihr also nicht meckern. Okay, wenn ihr mehr wissen wollt über eure Sterne, vielleicht auch über den Mondknoten, der jetzt so wichtig ist, der in den Löwen gewechselt ist, dann bucht einfach eine Beratung bei mir. Und die andere Möglichkeit wäre, dass ihr vielleicht mein Webinar mitmacht, Antonias Sterne, ja? Denn da könnt ihr auch eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Ach ja, genau, die Verlosung, ganz wichtig. Um dabei mitzumachen, müsst ihr einfach nur meinen Kanal abonnieren und mir eine nette, interessante Nachricht hier posten auf YouTube. Und den Gewinner gebe ich dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt. Also, ihr Lieben, alles Gute mit den Sternen.